Heute gibt es wieder ein POV von mir und meinem Resto-Shami. Ich werde euch heute die Instanz Arakara etwas näher bringen und ein bisschen über den Schaman sprechen und über die Fähigkeiten, die uns so in dieser Instanz begegnen. Habt ihr Bock drauf? Dann bleibt dran, los geht's! Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, heute ist Arakara dran. Leider, wie auch letztes Mal das Video von City of Threats, ist das schon ein bisschen älter. Wir gucken uns am Anfang wieder die Talente an, das kennt ihr ja schon. Und auch hier spiele ich sozusagen noch hier mit dieser Seite, wo wir Primordial Wave mitnehmen. Mittlerweile spiele ich eigentlich jeden Key hier mit Deeply Rooted Elements, nehme noch das verbesserte Erdschild mit, nehme auch Nature Swiftness mit und so weiter. Also das müsst ihr jetzt ein bisschen beachten. Also der Talentbild ist sozusagen nicht mehr ganz aktuell. Was ich wichtig finde in Arakara ist auf jeden Fall hier das Poison Cleansing Totem. Denn gerade in dem ersten Part gibt es ein paar Spinnen, die echt eklige Giftdots hinterlassen. Und da ist es natürlich total gut, wenn wir das als Schamane entfernen können. Ansonsten, ich glaube, das muss ich gar nicht dazu sagen. Ich spiele im Moment den Totemic Build fast in allen Situationen. Ich spiele Farseer eigentlich nur, wenn ich mal ein bisschen Abwechslung brauche und es kein ernster Content ist. Dieser Elver Key war zu dem Zeitpunkt aber für mich auf jeden Fall ernster Content. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Video an und an den entsprechenden Stellen, wo irgendwas Wichtiges passiert, da stoppe ich dann einfach. Ihr kennt das ganze Spiel. Of the Void. Wir lassen hier natürlich immer unseren Tank ein bisschen vorlaufen, diese ganzen kleinen Crawler einsammeln und ich weiß gar nicht, wo wir hier genau stoppen. Anscheinend laufen wir noch ein bisschen weiter. Auf einem Elver Key ist das auch durchaus machbar. Hier muss man, das kann man vielleicht schon mal ganz kurz sagen, ne? Also wenn der Tank hier alles einsammelt und man dann sieht, oh oh, ich müsste vielleicht heilen, dann müsst ihr richtig aufpassen oder Bescheid sagen, dass ihr keine Heilaggro zieht. Denn normalerweise sollte man eigentlich nichts machen, aber für mich ist der Tank ein bisschen low gedroppt und deswegen habe ich ihm einen Riptide gegeben und da auch irgendwo gleich einen Hit bekommen von irgendeinem Mob, weil ich Heal-Aggro habe, müsst ihr ein bisschen aufpassen oder halt gut kommunizieren dann sozusagen mit dem Tank. Okay, wir spielen also nicht bis ganz zu dieser hängenden Spinne. Für mich ist das, ich sehe das jetzt auch wieder neu, ne? Also das ist jetzt auch wieder 3-4 Wochen her, dass ich den Key mal gespielt habe. Und da ist das ganz interessant. Ihr seht hier auf jeden Fall diesen Gift-Debuff, den man mit dem Spirit-Cleansing-Totem wegmachen kann. Ich behalte mir hier das Totem auf für den Affix, den wir hier haben. Ansonsten muss man eigentlich für den Trash jetzt nicht so super viel wissen, außer dass es hier so einen Attendant gibt, der Web Bolts castet. Die tun tatsächlich ganz schön weh. Dann gibt es also insgesamt 3 Spinnen, die werden euch auf der Minimap auch angezeigt. Ne? Das ist einmal hier Ixin oder wie die heißt. Ich finde die anderen heißen, weiß ich nicht, ich habe das jetzt nur gerade gelesen, keine Ahnung. Die 3 Spinnen müsst ihr töten und dann spawnt der erste Boss. Die hängen hier in so Netzen, die bewegen sich nicht, die haben ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten. Wir gucken mal weiter, also wir werden das gleich sehen. Es gibt einen Frontal, aus dem ihr rausgehen solltet, weil der sehr, sehr weh tut. Und die erste Spinne hat hier auch einen 4. Der 4 ist allerdings castbar, das ist dieser Shrill, der da gerade gecastet wurde. Deswegen nehme ich keinen Tremortote mit, weil man das natürlich auch sehr gut einfach mit einem Kick unterbrechen kann. Ihr seht da hinten noch diese andere Spinne, das ist wieder so ein Attendant. Webbolt, wie gesagt, tut weh. Der castet aber auch so ein AOE, der irgendwas mit Blablabla Barrage heißt. Und den lässt man eigentlich auf höheren Keystufen eher durchlaufen, da dieses Resonant Barrage, weil das ehrlich gesagt relativ wenig Schaden macht und der Cast relativ lange geht. Also ihr müsst euch dann sozusagen um diesen Mob nicht kümmern. Der soll einfach da rumstehen und casten und wenig Schaden machen und dann müsst ihr euch nicht um die Webbolt sozusagen kümmern. Also so macht man das in etwas höheren Keys. Ja, auch hier seht ihr wieder, sind die Crawler drin und so weiter, die man, die uns diesen Gift Debuff geben. Der ist einfach wirklich ein bisschen eklig und muss man viel heilen. Ihr seht das hier, 1,5 Millionen HPS in so einer Gruppe. Da ist einfach viel zu tun. Und ich spare mir das Poison Cleansing Totem halt tatsächlich für den Affix auf. Ja, da müsst ihr halt dann einfach selber so ein bisschen abschätzen. Kriegt ihr es vielleicht so geheilt oder müsst ihr das Totem ziehen? Ne? Wisst ihr, was ich meine?
Das ist übrigens dieser, warte, wir können mal ganz kurz zurückspulen. Das ist dieser Affix, wo wir jetzt gleich so ein, es ist kein echter Heal-Debuff, aber die Gruppe droppt sozusagen und wir müssen das dann hochheilen. Also ist aber kein richtiger Heal-Absorb, sondern einfach so ein Ding, was hochgeheilt werden muss. Und das können wir mit Poison Cleansing Totem wegnehmen. Deswegen seht ihr auch hier in der Anzeige, stelle ich es gerade und heile dann noch ein bisschen mit. Das können auch Priester mit Mass Dispel wegmachen und sowas. Also gibt es ein paar Varianten. Shami ist natürlich sehr, sehr gut, das wegzumachen. Wenn dieses Video rauskommt, dann ist wahrscheinlich schon der aktuelle Patch, also dieser 20 Jahre WoW-Patch draußen und dann hat unser Poison Cleansing Totem 2 Minuten Cooldown statt 40 Sekunden und das ist natürlich gerade für so einen Affix ein heftiger Nerf. Die nächste Spinne, zu der wir gleich gehen, die hat auch so einen Frontal nach vorne, das haben alle Spinnen, diesen Frontal, diese Netze, die nach vorne geschossen werden, aber auch einen heftigen AOE. Muss mal gucken, der kommt jetzt. Und da seht ihr schon, wie die Gruppe droppt. Also das ist etwas, wenn man da nicht so drauf vorbereitet ist, das knallt ordentlich rein. Also es ist gut, sich eine Weak Aura zu besorgen, die euch ansagt, wann dieser AOE kommt. Also es gibt halt so eine Weak Aura, die ist für alle Dungeons, die hat da alle Fähigkeiten drin, das ist auch die, die ich habe. Also ich habe da nichts super Spezielles, aber sowas hilft halt ungemein. Jetzt kommt wieder AOE, da stelle ich zur Sicherheit mal Spirit Link Totem, weil der wirklich, also der ist wirklich heftig. Oftmals wird bei dem Mob tatsächlich ziehen wir ein paar Spinnen noch mit rein und ziehen dann da auch Kampfrausch. Also auf Keys so Stufe 12 oder gestern haben wir einen 13er Arakara gespielt, das ist dann so die Situation, wo wir Kampfrausch ziehen. Ihr seht schon, da hinten ist gerade der Boss schon lang gekrabbelt, ne? Das ist diese Spinne, die jetzt sozusagen gleich hier erscheint, weil wir die anderen drei kleinen Spinnen getötet haben. Und jetzt geht das los. Wir werden über die Fähigkeiten kurz sprechen. Wir haben einmal diesen Biss, den sie gerade gemacht hat. Das ist ein Tank-Ding, also da muss der Tank einfach was ziehen. Macht relativ viel Schaden. Wir haben aber auch, ich weiß nicht, ob ich mich hier irgendwo mal drehe. Also erstmal, sorry, ich muss anders anfangen. Also wir haben hier, deswegen wurde es mir auch gerade angesagt, AOE, läuft hier gleich ab. Da kommt jetzt starker AOE-Schaden rein. Müsst ihr gegenheilen. Ist nicht ganz ohne, auf höheren Stufen natürlich überhaupt nicht mehr zu unterschätzen. Dann, das sieht man jetzt hier hinten so ein bisschen, vielleicht haben wir gleich nochmal eine bessere Perspektive. Also es spawnen hier immer so Eier, 4 Eier oder so. Ach, das sollen Eier sein. Und da schlüpfen dann zu einer bestimmten Zeit Mobs raus. Diese kleinen Spinnen verfolgen Spieler, das seht ihr auch hier, ne, an den Augen. Ich werde auch verfolgt, hier wird einer verfolgt. Das ist überhaupt nicht gut, wenn die euch schlagen. Also wenn ihr verfolgt werdet und die euch hitten, dann tut das richtig dolle weh. Und die Spinnen laufen irgendwann auch in den Boss. Also die Spinnen dürfen auf gar keinen Fall euch oder den Boss erreichen, denn sonst wird der Boss gebufft und in den allermeisten Fällen kriegt man das nicht wieder recovered. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ihr das auf einen Dreier-Key macht und da geht so eine Spinne durch, egal, aber warum sollte auf einen Dreier-Key eine Spinne durchgehen, haben die super wenig HP. Und wir müssen jetzt gleich gucken sozusagen, das ist Tank-Aufgabe, wo spawnen denn die nächsten Spinnen? Und dann würden wir den Boss entsprechend in die andere Richtung ziehen. Also wenn wir jetzt gleich sehen, also nur mal als Beispiel, ne, hier vorne würden dann die nächsten Spinnen spawnen, dann würden wir den Boss entweder da hinziehen oder hier hinziehen. Also ein bisschen weit weg, damit die DDs sozusagen genug Zeit haben, die Spinnen zu töten. Wir machen das im Regelfall so, dass wir einen DD da drauf schicken, der guten AOE-Damage hat, der sozusagen die Spinnen alleine macht. Manchmal machen es auch zwei DDs. Also es kommt so ein bisschen auf eure Gruppenkonstellation an und welche DDs das machen können. Also ich sag mal, ein Retripaler, der knallt die einfach weg. Ein Assa-Schurke ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste dafür. Hier macht es, glaube ich, der Mage. Ich weiß nicht, ob der Druide da auch noch hilft. Keine Ahnung. Aber ja, also jemand mit sehr gutem AOE-Schaden und der ein bisschen bursty ist. Das muss nicht der krasseste Burst-AOE sein, aber der nicht so ewig lange braucht, um sich aufzubauen, sind da eigentlich super für geeignet. Ich gucke da auch immer rüber, weil ich da ab und zu mal einen Stun-Totem reinstelle.
Und jetzt kommt die nächste Fähigkeit, das wird hier als Dance angesagt. Ihr seht diese Swirlies auf dem Boden, die spawnen immer unter Spielern und hinterlassen einfach so eine Netzfläche. Die tut einfach weh. Und ihr solltet, wenn ihr von dem Swirly getroffen wird, also wenn ihr von dem Impact getroffen werdet, dem Einschlag, dann seid ihr auf jeden Fall tot. Ich halte mich hier immer irgendwo bei den Melees auf, also gerne nah am Tank. Und ihr seht, wie kompakt wir hier eigentlich die Swirlies ablegen. Ne? Also das ist schon relativ gut gemacht. Auch der Schurke hier ist einfach, so würde ich es gerne immer sehen. So ist es eigentlich gut gespielt, weil wir, die werden ja ein bisschen größer, dann haben wir hier so einen Bereich, wo wir sozusagen Netze haben und dann haben wir den ganzen anderen Bereich noch zum Spielen des Bosses. Also auch das wird erst relevant auf einer Keystufe, wo ihr möglichst oder wo ihr sehr viele Netze ablegen müsst. Ihr seht, hier ist jetzt alles irgendwie voll und wir haben aber noch genug Platz, den Boss weiterzuspielen. Also und deswegen halte ich mich selber immer gerne in Tank-Range auf oder in Melee-Range auf. Das ist nicht mal der einzige Grund. Also ich lasse das mal im Hintergrund laufen. Das sind eigentlich schon alle Mechaniken, die der Boss hat. Der ist wirklich einer der einfachsten Bosse, würde ich sagen, von allen 8 M-Plus Dungeons. Aber vielleicht noch zur Ergänzung. Also ich halte mich sehr oft in den Melees auf. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen in den anderen Videos, weil ich gerne in meinem Healing Rain stehe. Und Healing Rain liegt im Regelfall natürlich unter den Mobs, weil ich das ja auch als Damage-Spell benutze. Und ich ermahne oder ich fordere ja manchmal auch von Spielern, dass sie da drin stehen. Und dann will ich das natürlich selber auch machen. Weil, ja, es ist vielleicht nicht viel Heal, aber durch Downpour und so kriege ich ein bisschen Max-HP dazu und es ist immerhin ein bisschen was. Und deswegen stehe ich eigentlich immer oft in Melee-Range. Gut, der Boss ist down. Jetzt geht es dann zu dem nächsten Trash. Gibt verschiedene Routen, die man laufen kann. Also da vorne kann man sich entscheiden, ob man rechts oder links rum geht. Ich würde mal schätzen, mit dem Tank gehen wir links rum. Das ist so seine Lieblingsroute und ich glaube, die ist auch tatsächlich sehr in Ordnung. Hier gibt es wieder einen Webmage. Das seht ihr an den Nameplates. Ne? Wenn die so pink sind, dann hat er irgendeinen Cast, der unterbrochen werden muss. Hier ist noch so ein etwas dickerer Bloodguard, der hat diese hellblaue Farbe, das heißt, der macht einen Frontal, den man ausweichen muss. Ne? Seht ihr jetzt auch, hier kommt ein Frontal, ausweichen, fertig. Also der Pull ist sehr ungefährlich, kann man super gut zusammenspielen, kann man theoretisch vielleicht auch noch ein bisschen mehr reinpullen. Richtig geraten, wir gehen links. Dieser Trash ist auch nicht... Warte mal, ich muss ganz kurz zurückspulen. Ist mal doof, dass der 10 Sekunden zurückspult. Vielleicht gibt es einen Shortcut, weniger zurückspulen. Muss mal gucken. Hier hinten ist so ein Mob drin, den wir jetzt leider... da, Stack Shell. Und der macht einen Alarm Shrill. Diese Farbe von dem Cast heißt bei mir, der ist nicht mit einem Kick unterbrechbar. Den müsste man stunnen. Also man kann diesen Cast unterbrechen, wenn man stunt. Also in meinem Fall mit Stun-Totem oder mit Knock-Up. Wir haben ganz viel, was wir da nutzen können. Ne? Der Worry hat ja Shockwave, dann hat er noch seinen Hammer, den er werfen kann. Wir haben alles Mögliche, um den zu unterbrechen. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, denn Alarm Shrill ist sozusagen, wenn der Cast durchgeht, dann fängt der Mob an zu schreien und pullt alles, was in einer, also wirklich in einer ultraweiten Entfernung steht. Also im Grunde genommen kommt alles, was ihr hier auf der Minimap sozusagen hier in dieser Fläche seht, kommt und das ist ziemlich sicher. Also in dieser Situation wäre das ein absoluter Wipe. Also da kommt richtig, richtig viel an Mobs und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Mob zu stunnen. Ihr seht hier wieder Affix. Ich stelle Poison Cleansing Totem. Also das zieht sich jetzt durch die Instanz so durch. Ne? Auch da hinten ist wieder einer drin, der sozusagen schreit. Da ist es beim Webmage auf jeden Fall auch sehr, sehr ratsam, den Volley zu kicken. Das ist so ein Gift-Volley, der wirklich viel, viel Schaden macht. Ich meine, ja, ich bin Schamane, deswegen ist das manchmal nicht ganz so schlimm mit dem Gift. Aber da ich mir das Totem gerne jetzt für den Affix aufhebe, ist das natürlich, wie gesagt, ratsam, den einfach zu unterbrechen.
Ja, ehrlich gesagt ist jetzt bis zum Boss nichts Spannendes passiert. Arakara Trash, wenn man nicht übertreibt, ist ehrlich gesagt sehr, sehr einfach. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Wir machen das oft so, wie ihr hier auch seht, dass wir diesen Trash noch mit in den Boss reinziehen. Denn auch der ist sehr, sehr ungefährlich. Der macht halt mit dem Slam einen AOE und halt wie gesagt auch einen Frontal. Aber im Grunde genommen, bis irgendwelche ganz wichtigen Sachen vom Boss passieren, ist der Trash im Regelfall schon tot. Ganz kurz, dieser Boss, der hat ein paar Fähigkeiten. Zum einen gibt es hier so Flächen, die hier so rumfliegen. Die tun weh, wenn ihr drin stehen bleibt. Das ist jetzt kein One-Shot oder so, aber also es tickt schon relativ heftig rein, wenn ihr da drin stehen bleibt. Dann gibt es, sage ich gleich, wenn die Fähigkeit kommt, also der Boss hat noch einen Frontal, aber es gibt auch dann so eine Phase, da geht der einfach irgendwie hier in der Mitte, bleibt stehen und hat hier um sich herum so einen Kreis. Und alles andere außerhalb dieses Kreises wird halt gleich richtig gefährlich, macht super, super viel Schaden. Könnt ihr, ich glaube, nur wirklich wenige Sekunden drin stehen bleiben, ohne zu sterben. Ihr müsst also alle in diesen Kreis reinlaufen. Und dieser Kreis bewegt sich. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp. Der ist vielleicht als Healer ein bisschen egal. Aber also dieser Kreis, der bewegt sich immer. Also wirklich immer ein bisschen in diese Richtung. Also immer im Uhrzeigersinn. Werdet ihr gleich sehen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel der Mage stehen bleiben würde, irgendwann ist er außerhalb des Kreises. Also dieser Kreis geht immer so ein bisschen in die Richtung. Und es passiert ansonsten nicht besonders viel, außer dass der Boss immer noch einen Frontal macht. Der geht immer auf den Tank. Und deswegen spielen wir das so. Ihr seht, hier steht der Tank. Dieser Frontal wird immer in diese Richtung irgendwie gebaitet. Also der Tank steht immer außerhalb, nicht außerhalb, sondern am Rand dieses Kreises. Damit die DDs und ich als Heiler hier ganz viel Platz haben. Ihr werdet das gleich in der Praxis sehen. Und dann gibt es noch eine Fähigkeit, die wir kurz ansprechen, wenn sie denn dann eintritt. Müsste eigentlich hier der Frontal irgendwann mal kommen. Da. Und seht ihr, dann haben wir hier eigentlich super viel Platz auszuweichen. So. Mal gucken, wenn ich das gleich abbekomme. Können wir uns das gleich nochmal angucken. Ansonsten immer Frontal rechts raus, damit die DDs sozusagen links super viel Platz haben. Der Schurke hat hier gerade, deswegen steht da auch Befall, heißt das auf Deutsch, der hat hier so einen Dot. Hatte vorher auch der Druide und ich glaube, irgendwer anders hatte das auch. Das ist ein Dot, der wirklich viel Schaden macht. Müsst ihr auf jeden Fall drauf achten als Heiler. Also da ist Single-Target-Heal angesagt, da sind auch eventuell Heal-CDs angesagt, da ist auch panisches Rumschreien im Discord angesagt, so nach dem Motto, zieh doch mal dein Cloak oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Also ein Death-CD. Und wenn dieser Dot abgelaufen ist, dann hinterlässt der Spieler so eine Fläche. Also es werden irgendwann immer mehr Flächen und das macht den Boss manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ihr seht, hier ist jetzt die nächste Fläche gespawnt und da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht unter die Räder gerät. Der Moss macht nicht nur einen Frontal, sondern auch einen Charge. Müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie erwischen. Jetzt geht er auf den Mage. Das kann nämlich sein, dass der Invis geht. Nee, also der geht immer auf einen Spieler und ja, ging gerade auf den Mage. Ist kein, also könnt ihr nichts gegen machen. Ihr könnt natürlich als Mage Invis gehen. Ihr könnt als Hunter totstellen. Ihr könnt als Nachtelf Shadow melden und solche Sachen. Aber an sich ist es jetzt keine krasse Mechanik, wo ihr solche Fähigkeiten benutzen müsst. Enter. Wir haben an sich alles gesehen. Sorry, ich habe ein bisschen vergessen, das spawnt auch ab und zu ein Ed. Das habt ihr hier hinten noch gesehen. Das haben wir noch sozusagen getötet. Das ist einfach so ein Webmage, wie wir vorher beim Trash auch schon gesehen haben. Der hat allerdings keine krassen Webballs, die er castet, sondern dieser Cast, den er macht, geht immer auf einen Spieler und der wird dann ziemlich heftig geslowed. Aber ehrlich gesagt ist dieser Mob super ungefährlich, macht keinen Damage. Haut den einfach mit um, cleave den oder irgendwie was, unterbrecht den von mir aus, ist auch okay, aber ist wirklich keine Gefahr für die Gruppe. Und in dieser Phase, also wo der Boss also dieses Eye of the Swarm macht, da spawnen auch keine neuen Ads. Also die Ads spawnen nur in der Phase, wo der Boss nicht Eye of the Swarm castet.
Auch dieser Boss ist nicht besonders spektakulär. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Arakara eine relativ einfache Instanz ist, weil bis auf den Endboss eigentlich die Bosse wirklich sehr, sehr leicht sind und der Trash auch nicht besonders schwer. Wir kommen jetzt hier sozusagen zum Trash vor dem letzten Boss. Arakara hat ja insgesamt nur 3 Bosse und hier gibt es sozusagen einen Overseer, der Casts macht, die auf jeden Fall unterbrochen werden müssen. Richtig eklig sind eigentlich diese Drones. Die werden gleich sicherlich noch dazu gepult, aber die machen auf demjenigen, der Aggro hat, und das ist ja im Regelfall der Tank, machen die einen super krassen Slow. Und er kann dann schwer nur noch aus diesen Flächen, die ihr auch gleich sehen werdet, auf dem Boden ausweichen. Es ist also immer gut, irgendwie was dabei zu haben, womit man dem Tank helfen kann. Wir haben ja ganz oft auch einen Retri-Paler dabei, der da mit Freedom helfen kann, aber Tiger's Last und so würde auch gehen. In dem Fall haben wir, glaube ich, nichts, und das beeinflusst auch unsere Entscheidung, ob wir hier den Weg zum Boss lang gehen oder geradeaus. Hier dieser Weg ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn ihr einen Parler dabei habt mit Freedom, weil dieser Mob hier hinten einen heftigen AOE macht, auch auf einem Elva fällt das jetzt alles nicht so krass ins Gewicht, ne? Aber wenn ihr sozusagen Freedom oder irgendwas dabei habt, ist dieser Weg ein bisschen einfacher. Und ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, ich würde darauf wetten, dass wir die Mitte nehmen, weil wir eben so etwas nicht dabei haben. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, es kommt schon Damage rein. Das sind diese weißen Flächen auf dem Boden, wo man raus muss. Und das funktioniert dann sozusagen als Tank nicht mehr. Die machen insgesamt, glaube ich, einen 90%igen Slow oder so. Und das ist dann schon, ehrlich gesagt, relativ heftig. Der Overseer macht einen Volley, habt ihr gerade gesehen, wurde gekickt. Der sollte auf jeden Fall auch unterbrochen werden. Richtig geraten, wir gehen geradeaus. Wir pullen jetzt doch die kleinen Fliegeviecher in den großen Reihen. Und dieser AOE ist nicht ganz ohne, seht ihr gleich. Vor allen Dingen macht der immer mehr Schaden, soweit ich weiß. Deswegen ist hier auch die Anzeige, ne? Wir kriegen gerade plus 10% Schaden. Und beim nächsten AOE ist der Schaden einfach erhöht. Ja, das tut schon noch mehr weh. Habt ihr gerade gesehen, wie die HP runtergetickt sind? Der nächste AOE macht dann noch mehr Schaden und immer so weiter. Also ihr müsst den schon irgendwann töten, sonst wird es halt einfach zu viel. In manchen Random-Gruppen habe ich schon gesehen, dass dieser Mob dann irgendwann mit da hinten reingepult wird in die anderen beiden. Das sind auch 2 Mobs, die auf jeden Fall dringend unterbrochen werden müssen. Dann weiß der Tank vielleicht nicht oder andere Spieler nicht, dass das immer mehr Schaden macht. Dann kommt eine AOE, dann stirbt die Gruppe und dann heißt es Heal? Und das ist absolut ein schlechter Move sozusagen, diesen dicken Mob, ohne darauf vorbereitet zu sein, irgendwo anders noch mit reinzupullen. Man kann das machen. Dann muss aber sozusagen die Gruppe Bescheid wissen, und es macht auch Sinn, dass sozusagen der Healer sich da ein bisschen drauf vorbereiten kann oder die Gruppenmitglieder halt auch Dev-CDs ziehen können. Hier sprechen wir uns einfach ab, wer welchen kickt, deswegen sind da auch immer Marks drauf. Es gibt eine Weak-Aura, die heißt Automark, glaube ich, oder Automarker oder irgendwie sowas. Die hat der Tank drauf und dann werden automatisch Symbole immer vergeben, was ziemlich cool ist, muss man nicht mehr manuell machen. Und dann sagen wir einfach so Sachen wie, keine Ahnung, also ich sag dann, ey, ich hab grün oder so, ne? Und dann wissen alle, alles klar, können wir uns drauf verlassen, der kickt jetzt den grünen. Okay, pass auf, jetzt kommen wir schon zum Endboss und da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie man den am besten erklärt. Ich glaube, wir gucken uns das einfach mal so ein ganz, ganz kleines bisschen an. Im Grunde genommen findet der Bossfight hier auf dieser Plattform statt. Wir haben hier diese weißen Flächen, die wir beim Trash eben schon mal hatten, da einfach rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier so einen Gift-Debuff. Jetzt ist es so, hier steht noch mal ein Poison-Cleansing-Totem von dem Affix eben. Das heißt, dieser Gift-Debuff wird auch dispelled. Und immer wenn der dispelled wird, also die anderen haben hier noch so grüne Kreise drum, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht im Video, aber die haben sozusagen hier noch Kreise. Und bei mir wurde der, sieht man ja auch in den Unit-Frames hier, wurde der Debuff schon dispelled. Dann fliegen
diese, ich sag jetzt mal Schleimkugeln oder Giftkugeln oder Giftwellen von mir weg. Also in diese Richtung und zwar über die ganze Plattform und die in diese Richtung. Also immer zwei Wellen verlassen euch und ihr seht auch, wo die hingehen. Ne? Also wenn wir jetzt hier, Moment, ich lösche das ganze Kram nochmal. Wenn wir jetzt hier diesen Spieler angucken, dann hat er eine Welle, die nach hier geht und eine Welle, die nach hier geht. Der hier hat eine, die nach hier geht und nach hier geht. Hier, hier. Und ihr müsst euch so positionieren, also im besten Fall so positionieren, dass ihr keinen anderen Spieler trefft oder die anderen Spieler sollen sich so positionieren, dass sie von eurer Welle nicht getroffen werden. Was jetzt ein bisschen unberechenbar wird, ist, dass hier sozusagen einfach dispelled wird mit dem Poison Cleansing Totem. Da kann ich relativ wenig gegen machen. Das steht sozusagen noch und dispelled. Das ist ganz generell kein Problem, aber wenn jetzt zum Beispiel hier ganz viele Minis stehen, so wie es eigentlich auch hier der Fall ist, und das Poison Cleansing Totem entscheidet, ey, ich spell aber nicht den Typen, der hier hinten steht, sondern den, der da steht, und diese Welle fliegt hier einfach durch Tank und DDs durch und trifft die sozusagen unvorbereitet, dann kann es sein, dass man davon einen Hit abbekommt und man ist auf einem Elver-Key ziemlich sicher tot danach. Also wenn ihr das nicht dispelt, also wenn ihr kein Poison Cleansing Totem habt oder die Gifte irgendwie dispelt, dann laufen die nach einer gewissen Zeit halt einfach aus, positioniert euch so, dass ihr nichts abbekommt und auch niemanden abschießt und das ist dann sozusagen die ganze Mechanik. Also das ist eigentlich, finde ich, die häufigste Todesursache hier bei diesem Boss. Die anderen Mechaniken besprechen wir gleich. Die kommt nämlich jetzt sofort. Wir haben hier hinten immer so Bloodworker, die hier reinlaufen. Ne? Seht ihr, die laufen immer hier von diesen Treppen irgendwie hoch. Hier ist halt gerade einer, hier ist halt gerade einer. Und wenn ihr die tötet, die haben wirklich ganz wenig HP. Keine Ahnung, wird mir hier nicht angezeigt. Aber ich kann die mit einem Melee-Hit töten von als Resto Shami. Also da reicht easy ein Flameshock oder irgendwas. Dann ist das Ding instant tot. Dann hinterlassen die hier so eine Klebefläche. Und warum sage ich Klebefläche? Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir mal das Video weiter abspielen. Hier kommt erstmal nochmal die weißen Kreise rausgehen. Und jetzt werdet ihr zum Boss rangezogen. Cosmic Singularity heißt das Ganze. Ihr werdet sehr, sehr stark zum Boss rangezogen. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, also wenn dieser Cast durchgecastet ist, dann macht es einmal Bumm. Und alle, die sozusagen hier in der Nähe stehen, sind tot. Also man ist auch wirklich tot. Selbst der Tank stirbt dann. Und jetzt ist sozusagen Sinn der Sache, ihr habt diese kleinen Viecher getötet. Ihr habt hier diese Klebeflächen. Und wenn sozusagen ihr rangezogen werdet, geht ihr in so eine Fläche rein, damit ihr nicht weiter rangezogen werdet. Und wartet sozusagen diesen Cast ab. Ihr könnt, also ihr seht das hier, ich bin gerootet, steht da. Ich kann aber weiterhin casten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie gestunt bin und gar nichts machen kann, sondern ich kann ganz normal weiter heilen. Ich bewege mich nur nicht. Und dann... Moment, wir spulen nochmal einen ganz kleinen Moment zurück. Entschuldigt. Wenn der Cast durch ist, dann macht es jetzt gleich um. Und ich bin ja immer noch gerootet und zwar fast unendlich lang. Also hier steht ja 54 Sekunden, also ihr seid insgesamt eine Minute gerootet. Ihr müsst dann diesen Mob, der euch sozusagen festhält, kicken, stunnen, irgendwas mit dem machen, um aus diesem Root rauszukommen. Ein Parler kann euch Freedom geben, alles mögliche als Schamane, aber kein Problem. Ihr habt ein Stun-Totem im Zweifelsfall. Ich benutze immer meinen Kick dafür, weil ich beim Boss eigentlich kaum reinkicke. Vermutlich mache ich das hier auch. Ja, ihr seht, ich habe hier meinen Kick benutzt und dann komme ich da einfach raus. Diese komischen Blood Bubbles, die bleiben den Kampf über da, die tun nicht so dolle weh. Also die werden manchmal mitgeklieft, wenn die irgendwie vorne am Boss stehen. Ansonsten könnt ihr die weitestgehend ignorieren. Und im Grunde genommen passiert jetzt immer das Gleiche, also ihr kriegt zweimal, also die Reihenfolge ist eigentlich, beim ersten Mal kriegt ihr einen Gift-Debuff, dann kommen nochmal weiße Kreise, dann kommt das Ranziehen, aber ab da ist die Reihenfolge immer gleich, zweimal Gift-Debuff, dann Ranziehen. Das war jetzt das erste Mal Gift-Debuff, jetzt kommen wieder weiße Kreise, das ist ja eine relativ einfache Mechanik, dann kommt nochmal Gift, das ist das zweite Mal Gift und danach kommt wieder das Ranziehen. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr möglichst viele Flächen irgendwie liegen habt, damit ihr da reinlaufen könnt.
und nicht rangezogen werdet. Es gibt auch Klassen, die brauchen das nicht. Also ich kenne mich mit den anderen Klassen jetzt nicht perfekt aus, aber zum Beispiel unser Worry, der macht das immer mit Heroic Leap. Also wenn der Cast fast abgelaufen ist, springt er raus, fertig. Unser Mage macht das ganz oft mit Blink. Also der wartet, bis der Cast fast abgelaufen ist, blinkt dann raus. Solche Sachen. Als DK könnt ihr ja sowieso, habt ihr eine Fähigkeit, dass ihr nicht rangezogen werdet. Also es gibt ganz, ganz viele Klassen, die etwas Gutes dafür haben, um diese Mechanik so ein bisschen ignorieren zu können. Wir als Schamane gehen einfach in so eine Fläche, können dabei easy weiterheilen, kicken am Ende den Mob, so wie ich das jetzt wieder mache, und ja, dann seid ihr good to go. Und im Grunde genommen ist das alles, ja, schwer ist eigentlich, also schwer ist keine Mechanik, aber das ist sozusagen die, finde ich, die am meisten tötet mit den Giften, weil manchmal einfach gedispelt wird. Aber ja, wie ihr seht, wiederholt sich natürlich alles bei dem Boss. Und wenn man einmal so ein bisschen geblickt hat, wie das funktioniert, also die ersten ein, zwei, drei Male, wo wir bei dem Boss waren, das war natürlich eine Shitshow, muss man sagen, ne? Weil dann wusste keiner so richtig, hä, wie geht denn das, wie funktioniert das? Aber ja, wenn man einmal gecheckt hat, wie das funktioniert, ist es ehrlich gesagt sehr, sehr gut machbar. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Arakara als eine der leichtesten Instanzen sozusagen in der ersten Season von TWW gilt. Wir haben hier am Ende noch ein Trashpack, was wir spielen müssen, weil wir da, ich weiß nicht, unterwegs was vergessen haben oder das absichtlich gemacht haben, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, aber spielen jetzt noch den Trash zu Ende, damit wir die 100% erreichen. Oh, da stirbt unser Tank. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich muss mal gucken. Also, okay, er wird geretzt. Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, woran er jetzt gestorben ist. An den weißen Flächen, weil er sich nicht bewegen kann, ne? Vermutlich, also weil das ja auch wieder diese Drohnen sind, die diesen Debuff machen, dass man 90% reduzierten Movement Speed hat. Aber ja, kriegen wir also irgendwie noch geregelt, spielen den Key auch plus 2, also Arakara wirklich, wenn man so ein paar Dinge beachtet, dann muss man sagen, eigentlich ein relativ einfacher Key. Ja, ich habe eigentlich zwischendrin schon so ein bisschen Fazit gegeben zu der Instanz Arakara. Also eine einfache Inni, man muss sich ein bisschen mit dem Trash beschäftigen. Man darf sich von einigen AOE-Fähigkeiten nicht überraschen lassen. Also die zweite Spinne vom ersten Boss, also diese, ich sag mal, der Mini-Boss, die eine AOE macht, der ist heftig. Der Gift-Debuff von den Spinnen am Anfang ist relativ heftig. Die erste Spinne, also der erste Miniboss, der macht einen Cast, der viert. Auf jeden Fall den unterbrechen. Also einen Kick in der Gruppe solltet ihr dafür auf jeden Fall aufheben, weil sonst wird es super unangenehm. Was haben wir denn noch? Der zweite Boss, ja, also dieser Debuff, den man bekommt, wenn man diese Flächen dann ablegt, der ist teilweise richtig heftig. Dafür sollten sich alle Dev-CDs aufsparen, wenn man das bekommt. Man kann das gegenheilen, aber ich habe es auf jeden Fall auf einem 13er-Key gesehen. Es tickt so abartig schnell runter. Also wenn man da kein Dev-CD hat als DD oder auch wenn wir das abbekommen als Heiler, dann ist auch ganz schnell mal Ende. Den darf man nicht unterschätzen. Man darf in den Flächen nicht stehen, das darf man nicht unterschätzen. Ansonsten ist der Boss relativ einfach und der letzte Boss, der wird halt einfach nur, oder er wirkt halt ein bisschen hektisch, weil da viel passiert. Ne? Also da ist dann alles grün, dann sind weiße Flächen, lila Flächen, alles Mögliche ist da so auf dem Screen. Aber an sich, ganz ehrlich, habt ihr ja gesehen, die Mechaniken sind nicht so furchtbar kompliziert. Und wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man den wirklich ganz gut spielen. So, das soll es gewesen sein als Fazit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Haut rein.